weil also das Eye-of-Cthulhu hat zwei große Probleme. A, es ist ziemlich stark und tötet uns dadurch recht leicht. Und zum anderen, wenn das Eye-of-Cthulhu noch lebt, wenn es wieder hell wird, sterben wir automatisch. Das heißt, ich muss das innerhalb von einer Nacht dann töten. Und das kann halt ziemlich schwierig sein, gerade wenn ich hier unten bin. Deswegen hätte ich eigentlich gerne, dass wir dann an der Oberfläche sind. Dann hat man wenigstens Luft und Fläche drumherum, auf die man zum Kämpfen nutzen kann. Auch wenn wir mit der Archery Potion mehr Fernkampfschaden machen und damit tendenziell die Möglichkeit haben, mit Fernkampf gegen ihn vorzugehen. Außerdem habe ich hier Jester Arrows gefunden. Das sind die, ich glaube, mittlerweile sind es noch die zweitstärksten Pfeile, aber doch schon ziemlich mächtige. Mit der ich dann hoffentlich dort gegen das Auge Schaden machen kann. So, einer der Standardtricks gegen das Auge, die ich kenne, ist, dass man sich hinstellt und sagt, ich packe mir mein Inventar, irgendwie so 250 Wurfsterne rein, die ich beim Händler kaufen kann, und dann knalle ich einfach mal mit denen auf dem Auge rum. Und Wurfsterne kommen netterweise wieder, wenn man sie geworfen hat. Aber dafür sind wir halt gerade mal nicht oben und können das daher nicht. Dementsprechend muss ich hier jetzt andere Dinge machen, wie zum Beispiel irgendwie an dieses Gold da oben rankommen. Weil Gold brauchen wir nun mal immer noch. Ich möchte auf jeden Fall die Goldrüstung komplett bekommen, auch wenn wir vorher schon anfangen, andere Rüstung zu tragen. Die Goldrüstung kann man hinterher noch wiederverwenden. Und dementsprechend möchte ich die dann natürlich dafür haben. Deswegen muss ich mich mal irgendwie so bauen, dass ich an dieser Höhle runterspringen kann, ohne ein Bad Lava zu nehmen. Und das geht immer nur, wenn ich da vorher ein bisschen was dazu sehe. Das sehe ich da unten ja nur leuchten. Und wenn ich mich auf das Leuchten draufstürze, dann heißt das wahrscheinlich, dass ich tot bin. Das will ich irgendwie nicht. Aus dem Leck ist jetzt schon wieder. Das ist natürlich. Dann gehen wir mal da weiter rüber. Okay, ich sehe aber, wir können. Andersweise könnten wir da durch. Ich will jetzt aber nicht wieder hochrennen, wir machen das einfach so. Das wird wohl auch irgendwie gehen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Ja, hier kommen wir doch eigentlich mal zeitlich runter. Das reicht hoffentlich, damit wir. Ja, ich habe vergessen, dass die Viecher so klein sind. Damit kommen die hier nämlich sehr gut durch. So, beschleunigen wir das mal etwas. Da ist Lava, da ist keine Lava und wir sind unten. Sehr gut. Jetzt muss ich nur feststellen, wo ich hier am besten weitergehen kann. Ich möchte mal dort durch. Lava ist jetzt natürlich das Schöne, dass es so hell ist, dass ich nicht durchgehend immer Fackeln setzen muss. Ich glaube, das dürfte auch auf YouTube von der Helligkeit dann nicht so sehr beeinflusst werden. Also es dürfte immer noch hell genug sein, dass ihr das auch alles sehen könnt. Und dann kann ich da ein bisschen mit Fackeln sparsamer umgehen, weil das dann doch teilweise ein bisschen stressig ist. Also nicht stressig, aber halt nervig, andauernd neue Fackeln platzieren zu müssen. Dann geht es hier weiter runter. Da wir hier mittlerweile viel Lava haben, kann ich vermuten, dass wir bald in der Hölle ankommen. Das heißt, wir kommen zügig voran und haben dann die Chance, dort noch was zu finden oder wieder nach oben zu kommen. Es wäre halt die praktische Möglichkeit, damit wieder hochzukommen, bevor das Eye of Cthulhu kommt. Und wahrscheinlich kommt es dann, wenn wir oben sind. Ich weiß auch gar nicht, also ich habe noch nie erlebt, dass das Eye of Cthulhu hier unten auftaucht. Daher kann ich das jetzt nicht sicher so sagen, aber ich vermute einfach mal, dass es das kann. Das war ein bisschen sehr riskant. Aber ich habe es überlebt. Und das überlebe ich jetzt auch. Und das überlebe ich nicht mehr. Shit. Sehr ärgerlich, weil ich da vorne noch eine Truhe gesehen habe. Aber da wurde ich einmal zu viel von einem Gegner geschubst. Ja. Ich spiele gerne in Magma. Richtig. Ja, das Eye of Cthulhu ist direkt aufgetaucht. Deswegen muss ich jetzt einfach mal heilen. Und nach draußen, wir gehen mal nach links, das ist das Auge von Cthulhu. Mit dem müssen wir uns jetzt rumschlagen. Ich versuche das erstmal mit den Pfeilen. Außerdem packe ich mal unsere Tränke rein, weil wir mehr Lebensregeneration haben. Und die Archery Potion sagt, dass wir mehr Schaden machen, das ist sehr gut. Die Bögen sind auch, glaube ich, eine der wenigen Sachen, mit denen. Also
Fernkampfsachen sind sowieso nur die einzige Möglichkeit, mit denen man gegen das Auge arbeiten kann. Ja, und die Messer machen nicht so viel Schaden, da ich die noch nicht verstärkt habe. Das heißt, wir bleiben mal beim Bogen. Da sind die Jester Arrows eigentlich recht angenehm. Außerdem muss ich auf meine Lebenspunkte achten. Es ist auch Ende der Nacht, das heißt, ich habe nicht mehr wirklich ewig Zeit für den. Wir hoffen jetzt einfach mal das Beste. Wenn ich auf einmal spontan sterbe, wissen wir, dass es zu spät war. Das Hauptproblem ist, man sieht, wenn er mich trifft, das sind wie so 7 Schaden. Das ist gar nicht so viel bisher. Aber ich kann ihm halt selbst auch noch nicht so viel Schaden auf einmal machen. Ich schieße jetzt gerade mit allem, was ich an Pfeilen habe, der Ordnung nach, was am besten ist. Zuerst kam halt die Jester Arrows, dann jetzt die Flaming Arrows. Weil die halt auch noch mehr Schaden machen und auch noch Licht geben. Und zuletzt habe ich dann noch die normalen Pfeile und ich hoffe, dass das dann irgendwann gereicht hat, um einen Platz zu bekommen. Ja, komm her. So. Jetzt kommt nicht der Spannende Test. Wenn wir auf die Hälfte der Lebenspunkte runter haben, macht er das. Er wird zu einem riesigen Fressen, der uns nur noch essen möchte. Den man nicht mehr so gut bekämpfen kann und nicht mehr so gut beschießen kann. Ich gucke mal, ob ich den mit dem Schwert jetzt. Das hilft uns auch nicht viel und er macht jetzt auch wieder mehr Schaden. Noch eine Fackel platziert, weil wenn wir hier Licht haben, sehen wir wenigstens, wann der Boden aus dem Boden rauskommt. Jetzt möchte ich natürlich normale Pfeile, wir machen damit kaum noch Schaden und brauchen auch sehr lange, um ihn zu treffen, weil vorher hatte er die Angewohnheit, über uns zu schweben. Dann konnte man einfach eine Zeit lang auf ihn drauf schießen. Jetzt fliegt er halt immer hin und her. Wenn wir leben bleiben, haben wir ein bisschen Chance, ihn dazu zu zwingen, überirdisch zu bleiben. Überirdisch können wir ihn natürlich treffen, wenn wir irgendwie unter ihm sind. Also wenn er unter der Erde ist, können wir ihn halt nicht treffen. Aber ich glaube, wir schaffen es noch, ihn zu töten, bevor es hell wird. Ich hoffe es. Sieht gerade ganz gut aus. Oder auch nicht. Wo ist der hin? Hallo? Hey, Auge. Sag nicht. Oh. Okay, scheinbar hat sich das geändert, dass man nicht stirbt, aber es ist wohl wieder Tag geworden und er ist verschwunden. Ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich hätte gehofft, ihn jetzt zu töten. Naja. Dann stelle ich mich jetzt mal hin, mache uns unser Eisen, zeige euch noch, was ich bauen wollte. Unser Silber. Zeig euch noch, was ich. Oder das Gold eigentlich auch. Zeig euch noch, was ich bauen wollte. Macht das dann auch und bereitet dann mal vor, dass wir irgendwie. Was wir nächstes Mal machen. Dass wir vielleicht auch selbst gegen das Eye of Cthulhu. Man kann das heraufbeschwören, dass wir dazu kommen. Weil dann können wir da halt das Ganze auch mal vernünftig machen. Wir brauchen Broadsword. Broadsword. So hieß es. Aber nicht das Shortsword. Und damit können wir jetzt bauen, nämlich. Das Blade of Grass. Braucht ein Silberschwert, 40 Rosen und Stingers. Macht 28 Schaden. Vielleicht unser Goldschwert macht 13. Hat zwar eine sehr langsame Geschwindigkeit, aber wenn wir damit jetzt zuhauen, sehen wir, das hat eine richtig hohe Reichweite. Das heißt, das ist richtig krass. Damit verabschiede ich mich dann jetzt mal wieder. Ich werde unser Inventar aufräumen. Ein bisschen planen, was wir das nächste Mal machen. Und dann erlebt ihr dieses Blade of Grass in Action. Damit hat der Dschungel sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und ich guck mal, dass wir Rache an dem Auge des Cthulhu bekommen, dafür, dass es jetzt einfach so feige abgehauen ist. Bis dann, Leute. Macht's gut. Und tschö.